Herzlich willkommen bei Espace V. Ich habe letztens eine wunderschöne Lokomotive gekauft und ich möchte euch diese gerne zeigen. Die Baureihe 101, ein Märklin Artikel 37372, gibt es nicht mehr im Handel, aber ich konnte sie Occasion erwerben. Und da ist sie, diese schöne Lokomotive. Nicht klassisch im Verkehrsrot, sondern mit diesem grauen, schönen Streifen da drin. Wir nehmen sie mal raus. Hier. Hier ist sie also, eine sehr schöne, sehr detailgetreue Lokomotive. Wenn man hier also die Achsen anschaut, die Drehgestelle, sehr schön gemacht, sehr detailgetreu. Nochmals von vorne. Und jetzt sehen wir uns mal an, wie sie fährt. Ein Vollmetallmodell, eine schwere Lokomotive. Sehr schönes Ding. Gefällt mir richtig gut mit diesem Grau und dem Rot. Passt eigentlich auch nicht so schlecht zu diesen Personenwagen. Nehmen wir mal ein paar Güterwagen dazu. So, da habe ich einen sehr schweren Güterzug nun angehängt. Den zieht sie sehr problemlos da meine Bergstrecke hoch mit ungefähr 3% Steigung. In einem anderen Video habe ich ja mal gezeigt, wie viel das sie geschafft hat, hier hochzuziehen. Es gibt eine Kleinigkeit, die mein Fahrvergnügen ein bisschen beeinträchtigt. Ich zeige euch das mal. Hier beim Drehgestell, da gibt es, je nachdem wie es liegt, gibt es einfach zu starken Widerstand. Beziehungsweise die Kupplung, die kann zwischen den Puffern nicht gut genug, also hat nicht gut genug Spiel. Und hier ist es wirklich von Vorteil, wenn man einen guten Händler hat. Denn ich habe dieses Problem geschildert und er konnte mir eine Lösung präsentieren. Wir fahren mal da hoch über die Weichen hinweg. Okay, wir hatten Glück, es ist nichts passiert. Es kann nämlich sein, dass der Wagen sich verhängt und entgleist oder die Lok sogar entgleist. Das kann passieren. Und wenn man hinsieht,
genau hinsieht, dann sieht man, da ist nicht sehr viel Platz oberhalb der Kupplung zum Puffer hin. Das ist schon sehr eng. Und seine Lösung war, und die zeige ich euch jetzt gleich, aber das braucht einen Moment Umbau. Die Lösung des Märklin-Händlers sind Fleischmann-Profi-Kupplungen. Wie man sieht, haben wir da sehr, sehr viel mehr Spielraum zu den Puffern hin im Vergleich zu hier, wo noch eine Märklin-Kupplung drin ist, wo einfach schon weniger Abstand ist. Und wenn sie dann hier noch ein bisschen angehoben wird, dann kann es da wirklich, je nachdem wie sie gerade steht oder wie sie gerade angehängt hat, kann es da zu Problemen kommen, die auf dieser Seite gelöst sind. Da ist keinerlei solches Problem zu treffen. Einziger Nachteil, die alten Wagen mit Metallkupplungen, die kann man natürlich dann nicht mehr anhängen, aber bei anderen kann man das tun. Und wir haben keinerlei Probleme. Also die Fahrfreude ist wieder vollständig zurückgekehrt. Habe wirklich sehr Freude an dieser Lokomotive, dass ich ins Geschäft gegangen bin und der meinte, ja, er habe noch eine solche Lokomotive, eine wunderbare. Die zeige ich euch gleich. Und hier ist sie, dieses schöne Ding. Die ein bisschen neuere Ausführung desselben Modells, immer noch Vollmetall, digital, der frühen Generation und eine wunderbare Lokomotive. Mir wirklich sehr Freude. Milch. Alles andere schmeckt nur nass. Gefällt mir wirklich gut. Mal für eine Lokomotive eine eher ungewöhnliche Farbe. So ein helles Blau. Mit ein bisschen Gelb drin. So, und wenn ich das Licht ein bisschen wegnehme, dann sieht man es noch ein bisschen besser mit der Farbe. Wirklich ein schönes Modell. Ebenfalls Vollmetall, schwer, stark. Und genauso detailgetreu auch. Also wir sehen hier die Bremsen und alle Dinge. Und hier im Doppelpack mit der anderen 101er. Ich zeige sie nochmals von schön nah mit dem Doppelpack. Wirklich eine sehr schöne Lokomotive. Das Blau gibt eine gute Ergänzung hier in den Lokpark rein. Ja, und jetzt 1, 2, da fehlt noch die dritte. Es gäbe ja noch die Märklin-Werbelok. Das neue Modell von ein paar Jahren ist sie rausgekommen.
Die würde sicher noch sehr gut in diese Reihe reinpassen. Mal sehen, ob ich sie noch irgendwo finde. Weil auch diese Milchlok ist ein Occasion-Modell, ein altes Digitalmodell und auch sehr wenig gefahren. Also da hatte ich wirklich Glück mit diesen beiden Lokomotiven. Vielleicht finde ich wirklich noch die passende dritte dazu. Das wäre super toll. Und wie ihr seht, habe ich auch hier schon die Fleischmann-Kupplung eingebaut, gleich um so Probleme vorzubeugen. Ja, es zahlt sich wirklich aus, einen guten Märklin-Händler zu haben, der einem solche Tipps geben kann, weil das kostet nichts oder fast nichts, ist einfach und effektiv. Ich freue mich, dieses Video machen zu können. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen und ihr habt vielleicht auch ein Problem gehabt, das ihr so lösen konntet mit dem Fahrverhalten dieser Lokomotive. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss, Servus und herzliche Grüße.